Servus, herzlich willkommen bei Austria's Finest. Erstmal Glückwunsch an FC Salzburg und danke von ganz Fußball Österreich für diesen glanzvollen Abend. Unglaublich, was da gestern in Salzburg passierte. Die Burschen machten das Unmögliche möglich und Mentalität schlug Qualität. Das Stadion war ausverkauft, die Stimmung war gut und in Hälfte 1 fand ein offener Schlagabtausch statt, bevor es in der zweiten Hälfte so richtig losging. Als Lazio in Führung ging, war kurz meine Hoffnung weg, doch der Bur sorgte postwendend für den Ausgleich. Und was danach kam, ist Europa League Geschichte. Es kamen 4 magische Minuten, in denen Salzburg 3 Treffer erzielte. Wer in dieser Zeit das Klo besuchte, war selber schuld. Meines Wissens nach hat das noch keine andere Mannschaft in der Europa League geschafft und Salzburg stellt somit einen eigenen Rekord auf. Haidara mit einem schönen Distanzschuss, Huang, der einen unglaublichen Laufweg machte und Stefan, die Kampfmaschine Leiner, sorgten per Kopf für die Entscheidung. Natürlich ist es schwer, einzelne Spieler bei so einer grandiosen Kollektivleistung hervorzuheben, aber abgesehen von den Torschützen waren für mich Xaver Schlager, Wallon Berisha und Walke die wichtigsten Spieler des Abends. Walke, weil er wieder mal eine Wand im Tor war, Zeit schinderte und Ruhe ausstrahlte. Berisha, der nun endgültig die Führungsrolle einnahm und die Mannschaft nach vorne dirigierte, und Schlager, weil er für mich der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist. Schlager wird in der gesamten K.O.-Phase der Europa League vom Gegner gedoppelt. Seine Spielintelligenz ist herausragend und der Junge hat einen Mörderschuss. Defensiv leistet er viel und seine Zuspiele in die Offensive sind teilweise Weltklasse. Marco Rose darf natürlich auch nicht vergessen werden. Der legte selbst an der Seitenlinie mehrere Kilometer zurück und stellte seine Mannschaft perfekt ein und ermahnte sie immer wieder mit Köpfchen zu spielen und nicht nachlässig zu werden. Und zum Schluss noch die Fans. Es entsteht wieder eine Fankultur in Salzburg. Das Publikum applaudierte bei jeder Aktion der Salzburger und machte mächtig Stimmung. Nach Schlusspfiff blieb das Stadion noch immer eine halbe Stunde befüllt und die Spieler ließen sich feiern. So, nun wartet im Halbfinale Olympique Marseille. Für mich persönlich kein Traumlos, auch wenn sie in der Gruppenphase 4 Punkte gegen Marseille holten. Denn dadurch kennt Marseille die Spielanlage von Salzburg, wird sie keineswegs auf die leichte Schulter nehmen und die Art und Weise, wie Marseille Leipzig zu Hause vorführte, war Sonderklasse. Vor allem Payet wird schwer in den Griff zu bekommen sein. Ich hätte mir ja Arsenal gewünscht. Aber genießen wir die 2 kommenden Halbfinalspiele. Danke an Salzburg und viel Erfolg für die kommenden Spiele. Wünscht ein Sturm Graz-Fan. Ach ja, schreibt mir in die Kommentare, was euer Tipp gegen Marseille ist und was euch am meisten im Spiel gegen Lazio getaugt hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.